Einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder. 9.15 Uhr fast. 9.19 Uhr, 4 Minuten zu spät. Aber wir legen jetzt voll los. Wie gesagt, das Intro war ein bisschen länger als auch das letzte Intro heute mit dem Kashi, weil der fährt heute Nachmittag wieder nach Hause. Das heißt, die nächsten Intros, die nächsten Frühstücksintros muss ich dann machen. Ich habe jetzt den Hans-Peter Bauer hier, Vice President Central Europe für Intel Security. Einen wunderschönen guten Morgen, Hans-Peter. Wieder da, in alter Frische. Jedes Jahr in alter Frische oder neuer Frische. Du bist schon die ganze Woche hier auf der CeBIT? Ja, ich bin seit Sonntag hier, habe die Eröffnung mitgemacht im Pre-Dialog. Ich denke mal, es ist immer ganz, ganz interessant zu verstehen, wie die Messethemen sich hier entwickeln und wie sie aufgebaut sind. Und das hilft uns natürlich auch in der Darstellung. Ja, dieses Jahr Digital Economy, letztes Jahr hatten wir Industrie 4.0. Nee, das war so ein anderes Thema. Letztes Jahr war, glaube ich, noch wie hieß denn das Topic im letzten Jahr von der CeBIT wieder? War es Industrie 4.0? Es war sehr stark Industrie 4.0 orientiert. Und ich denke, das neue Thema, die Economy, ja, beinhaltet im deutschen Sinne natürlich die Industrie 4.0 wieder ganz, ganz stark. Ich denke, das ist auch ein Thema, wo Deutschland richtig punkten kann in, ja, Zukunft. Deutschland hat mit Industrie 4.0, mit dem Start von 4.0, den höchsten Automatisierungsgrad erreicht von allen Ländern. Und darum ist auch Deutschland nach wie vor ein guter Industriestandort. Und das ist die beste Voraussetzung aus meiner Sicht, um das Thema die Economy in Deutschland durchzusetzen. Gibt es irgendwie, wenn du schon seit Sonntag hier warst, du hast ja wahrscheinlich auch mal einen kleinen Rundgang über die Messe gemacht, hat sich in den letzten Jahren das sehr, sehr stark gewandelt, wie sich die Firmen auch positionieren, wie die, man sagt ja das immer so gerne, diese digitale Transformation vollziehen? Also das Thema Industrie 4.0 und die Einbindung von Internet of Things, ja, in dieses Industrie 4.0 sehen wir eigentlich fast in allen Hallen. Ja. Also wenn man gerade die Halle 4 nimmt, wo eben ERP-Systeme oder Business-Management-Systeme, Produktionssysteme sind, da sehen wir heute Devices, die hätten wir vor ein paar Jahren auf keinen Fall in der Produktion vermutet. Ja. Ich denke mal, das ist sicherlich ein neuer Trend, dass Consumerization nicht nur im Büro stattfindet, sondern jetzt auch im Produktionsgrund. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig mittlerweile, so diese klassischen B2B und B2C-Märkte zu trennen. Es verschmilzt alles irgendwie, insbesondere natürlich auf der Hardware-Plattform. Also es ist definitiv so, dass diese Innovationsgeschwindigkeit, die in der kommerziellen IT einfach stattfindet, ja, die drängt jetzt zunehmend natürlich auch in die Produktion rein. Das Einfachste ist doch einfach, jeder ist am Wochenende ein Consumer. Ja. Das heißt, jeder geht in die Märkte am Wochenende und kauft sich einfach irgendwelche Geräte und würde sie gerne, natürlich, weil sie eine schöne Benutzeroberfläche haben, weil sie einfach zu bedienen, ja, sind, fancy sind, möchte sie natürlich auch in der Arbeitsumgebung nutzen. Und das trifft nicht nur auf Leute im Büro zu, sondern das trifft auf die Leute in der Produktion zu. Ja. Also wir sehen mehr und mehr so Tablets, iPads, in der Produktion wäre vor Jahren undenkbar gewesen, ja, wenn es nicht ruggedized gewesen wäre hier, hätte Tonnen ausgehalten, wo was drauffällt. Und jetzt halten genau diese Geräte Einzug in der Produktion. Stellt natürlich völlig neue Herausforderungen an die Sicherheitssysteme. Ja. BYOD, das war mal der große Trend gewesen. Und das hat, glaube ich, eine ganze Menge angeschoben in der Industrie. Also bring your own device. Weil ganz einfach auch die Firmen überhaupt nicht mal nachgekommen sind, ja, da zu updaten. Und auf einmal muss man einfach erkennen, dass meistens die eigenen Geräte, der Arbeitnehmer mitbringen konnte, oft eine Generation oder zwei voraus war. Und das musste integriert werden. Ich glaube, der große Unterschied ist, und das ist wirklich interessant zu beobachten, früher waren es die Technologiefreaks, die Technikfreaks, die diese neuen Geräte ins Office mitbrachten und wollten die connected haben. Und da konnten sich die IT-Verantwortlichen, die Sicherheitsverantwortlichen, konnten sich dagegen wehren. Ja. Heute ist es der CIO, ist es die C-Level-Leute, die Direktoren, die Vorstände, die einfach am Wochenende diese Geräte ausprobieren. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer für einen IT-Manager, sich zu wehren, wenn sein Vorstand kommt und sagt, genau das Gerät hätte ich jetzt gerne in die Infrastruktur integriert. Und das ist der große Unterschied. Durchaus dann aber auch vielleicht sogar eine Art von Risiko. Ne? Ich bringe auf einmal Geräte von außen mit in eine Infrastruktur, die so dafür nicht mal irgendwie zuvor in der Vergangenheit aufgebaut wurde. Und es werden andere Apps zum Beispiel genutzt, generell andere Sicherheitsstandards mit reingebracht.
Das kann durchaus spannend werden für den Admin. Ist es, absolut. Und ich denke, also als Intel Security, wir haben uns ja immer vorgenommen, dass wir weder einen PC betrachten oder das Smartphone, sondern wir nennen das Endpoint. Ja. Das heißt, wir haben schon immer darauf geachtet, egal welches Gerät, welches Device am Internetprotokoll hängt und Internet spricht, ja, dass wir das in unsere Schutzmechanismen mit einbauen. Ja. Ich denke, die Strategie von Intel Security, gerade zusammen mit der großen Mutter Intel, die gesamte Transaktion von der Entstehung am Endpoint, und egal welcher Endpoint es ist, und das kann auch ein Industriecontroller sein in irgendeiner Produktionsumgebung, ja, über das Netzwerk hin zur Transaktion ins Rechenzentrum oder in die Cloud, dort wird es verarbeitet und den gleichen sicheren Weg wieder zurückgeht. Und wir hatten ja zum Beispiel TrueKey als ein Announcement letztes Jahr, überwiegend jetzt für den Konsumermarkt erstmal gedacht, aber im Grunde können wir heute eine Transaktion in der Entstehung eine eindeutige Identifikation mitgeben, also wir können die Transaktion autorisieren und können diese Autorisierung über die gesamte Verarbeitungskette mitgeben, sodass wir sicherstellen können, dass nur derjenige an der Information partizipiert, der auch berechtigt ist. Du sprichst es gerade schon an, TrueKey, aus der McAfee-Gruppe. McAfee habt ihr 2011, meine ich, übernommen. Ne? Das ist wieder 4 Jahre her. Vor 4 Jahren, ja. Die Akquisition hat vor 4 Jahren stattgefunden. Zeit geht vorbei. Du. Und mit TrueKey bietet ihr ja eine Identifizierung, aber auch eigentlich einen Passwortmanager im Grunde genommen damit an. Ne? Also ich kann eine visuelle... Erzähl einfach mal, was ihr mit TrueKey genommen habt. Also TrueKey verbindet 2 große Vorteile. Es ist das sichere Passwortmanagement, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mittlerweile x Passwörter. Irgendwann vergisst man mal, welches Passwort das man denn eigentlich noch hat. Wir verbinden das Passwort mit einer eindeutigen Identifikation. Mhm. Und ich glaube, das ist die große Neuerung durch TrueKey. Und wir sehen, aber der Markt reagiert absolut positiv drauf. Mhm. Also wir haben wirklich eine Chance, mehr oder minder eine eindeutige Identifizierung der Person zu den Passwörtern jetzt zu finden. Und das mit einem ganz, ganz hohen Sicherheitsstandard. Das ist, was TrueKey im Moment macht. TrueKey ist, glaube ich, zurzeit auch noch kostenlos komplett. Ne? Also ich kann es mir runterladen. Also in der jetzigen Fassung ist es so, wir gehen davon aus, dass wir damit ins Geschäft mit Service-Providern gehen. Mhm. Wir haben auch auf der Mobilcom einige Verträge geschlossen und dort binden es, bundeln es Service-Provider in deren Systeme, in deren Offerings mit ein. Ja. Kann man sagen, dass in den letzten Jahren so die Standards sich verändert haben in Bezug auf Sicherheit, dass sich generell die Einstellung bezüglich Sicherheitsstandards in den Firmen geändert haben? Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich nie darüber Gedanken gemacht haben. Mhm. Aber es sind ja auch durchaus in den letzten anderthalb oder eineinhalb Jahren so einige Dinge passiert. Also ich denke... Zumindest öffentlich. Also es sind mehrere Dinge passiert. Zum einen haben die Regulatoren natürlich einiges Neues gebracht. Das heißt, es hat ja mal begonnen mit PCI-Compliance. Hier in Deutschland speziell auch immer noch mit dem IT-Grundschutzhandbuch und jetzt IT-Grundschutzhandbuch Light, sodass der Regulator schreibt mehr Sicherheit vor. Wir sind kurz davor, in Deutschland das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 verabschiedet zu bekommen. Ja. Ich denke mal, das ist ein erster ganz wichtiger Schritt. Und zwar, weil genau dieses Gesetz zielt darauf ab, dass wir erstmal kritische Infrastrukturen schützen. Mhm. Ich glaube, die Wirtschaft hat mittlerweile wirklich begriffen, dass sie sich schützen muss. Also wenn man da gibt es natürlich all das, was in der Zeitung war, mit Datenverlusten und den entsprechenden Auswirkungen dazu. Mhm. Aber ich denke mal, gerade für die kritischen Infrastrukturen ist ein Gesetz, das den Rahmen vorgibt. Und ich denke, mit dem Wurf, den wir im Moment im Bundestag haben, ist ein sehr guter Wurf getan. Mhm. Gibt einen Rahmen vor, sieht auch eine anonyme Meldepflicht vor. Mhm. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Ja. Wenn wir uns einfach auch mal anschauen, wie sich jetzt hier innerhalb der CeBIT, wie sich die CeBIT in den letzten 2-3 Jahren verändert hat. Es ist ja nicht mehr so diese klassische, ich habe es gerade schon angesprochen, es ist schwierig zu trennen, B2B und B2C. Es ist zwar immer noch eine sehr enterprisige und B2B-ische Messe, aber parallel dazu passiert auch eine ganze Menge drumherum. Also wir haben gerade in die Code Analyst, wo die ganzen Startups drin sind, das große Thema Internet of Things. Dann dahinter hat nochmal die CeBIT eine eigene Startup-Halle. Internet of Things, das große Thema in den letzten Jahren.
ich glaube, Cisco hat mal gesagt, 20 Milliarden Connected Devices gibt es 2015, 2020 sollen es dann 50 Milliarden werden. Für euch der große nächste Endgegner, ne? Internet of Things in Bezug auf Security. Also ich denke, das wird uns weiterhin beschäftigen und auch intensiv für Arbeitsplätze in der IT-Security sorgen. Ja, es ist ganz einfach so. Allein das Volumen an Connected Devices, an Geräten am Internet erhöht die Komplexität von Sicherheit. Und ich denke mal, wenn Mutters Kühlschrank zu Hause mal 10 Dosen mehr Milch bestellt, das ist unkritisch. Aber wir sehen ja auch, 70%, wir haben vor kurzem eine Studie herausgegeben, 70% der Nutzer nutzen die privaten bzw. Geschäftsgeräte für beides. Das heißt, private Nutzung und geschäftliche Nutzung, gerade mit diesen neuen intelligenten Smartphones oder Tablets, wächst so eng zusammen, dass einfach keine Trennung mehr stattfindet. Und damit ist natürlich das Sicherheitsrisiko enorm erhöht. Hier gibt es eine zweite Zahl und die hat mich wirklich überrascht, muss ich jetzt sagen. 25% nutzen öffentliche, ungesicherte Wi-Fi-Access Points, obwohl sie wissen, dass sie ungesichert sind. Das war für mich wirklich, eigentlich sag, nach all den Vorkommnissen, die wir in den letzten Jahren hatten, war für mich ein echtes Überraschungsergebnis. Ist das einfach Unwissenheit? Ist das einfach, also ist ja sonst nichts anderes frei? Überwiegt dann die Möglichkeit, ins Internet gehen zu können, die eigenen Sicherheitsstandards bzw. Bedenken ob der Sicherheit? Also die Statistik sagt natürlich auch noch was anderes aus der Report. Es ist ganz einfach so, dass 75% denken einfach, das Unternehmen ist dafür verantwortlich, egal wo ich ins Internet gehe, dass meine Daten sicher sind. Ist natürlich der falsche Ansatz. Aber ich denke auch ein gutes Stück, wie angesprochen ist, es ist so eine gewisse Sucht, eine Gier ins Internet zu gehen. Und wenn ich einen Zugriff habe, dann nehme ich ihn auch. Das verspüren wir immer mehr. Und ich meine, gerade bei den Kids, bei den jungen Fans des Internets, da ist das besonders ausgeprägt. Ja. Ich glaube, dort ist noch sehr viel Nachholbedarf an Sicherheitsbewusstsein. Das zu wecken, das auszubauen. Ich denke, dass so unser Alter, dass wir dort eigentlich schon sehr viel Bewusstsein haben. Ja. Aber es gibt halt auch eine junge Generation und da kann ich meine eigenen Söhne nehmen. Ja. Ist dann da nicht irgendwo auch der Gesetzgeber gefordert, dass wir hier Medienkompetenzen einfach anders in die Schulen bringen und hier mehr aufklären? Weil letztendlich gibt es das gar nicht. Es erzählt ja keinem den Kids, ne, pass mal auf, das ist ein ungesichertes Netzwerk, da geht ihr besser mal nicht rein. Also ich denke, die Schulen, die müssen was tun, tun sie auch. Also wir holen ja auch auf in der Schule, auch in den deutschen Schulen. Aber ich denke, die Medien sind genauso gefordert. Und der Staat tut ja sehr viel dafür, wenn man die Broschüren des BSIs nimmt, sicher im Internet und all diese Publikationen, die da sind. Ich denke einfach, ist nach wie vor eine gewisse Nachlässigkeit da. So, dass man das einfach diese Denke, jemand anders ist dafür verantwortlich, dass wir sicher sind. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich meine, die Hersteller auch generell machen ja mittlerweile schon eine ganze Menge. Wir sehen, wir haben das Beispiel mit TrueKey genannt. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge anderer Hersteller, die schon defaultmäßig auf ihren Plattformen entsprechende Security-Features installieren. Wir reden sehr, sehr viel über die Cloud. Das haben wir zumindest in den letzten Jahren gemacht. Siehst du so einen Trend, dass sich da was ändert im Bewusstsein? Also ich habe mir eigentlich gedacht, als die Snowden-Enthüllung damals rauskam im Sommer, wäre ich jetzt irgendwie der CEO von Synology oder QNAP, dann würde ich in die Hände klatschen und würde sagen, ach, ist ja großartig. Mhm. Was Besseres hätte uns ja gar nicht passieren können. Wir werden jetzt die Private Cloud, die Own Cloud, unsere NAS-Systeme sowas von nach vorne pitchen können. Irgendwie haben die das alle nicht gemacht. Also was passiert ist, dass wir sehr viel Werbung mittlerweile erfahren. So, die Cloud in Deutschland, die Cloud gehostet dort, die Cloud gehostet dort. Aus meiner Sicht ergibt sich daraus eigentlich eines, dass es stärkt ein Stück weit die Private Cloud. Ich denke, das Thema Public Cloud wird heute wesentlich kritischer betrachtet als noch vor 2 Jahren. Unternehmen denken über Hybrid Clouds nach, aber dennoch, die Public Cloud bietet halt diesen Kostenvorteil. Und wenn wir nach wie vor steht auf ganz weit oben, Priorität 1 bei den CIOs, bei den IT-Verantwortlichen in den Firmen steht, Kosten einsparen. Und das hat bislang jeder Trend, der dieses Thema unterstützt hat über die letzten 5 bis 10 Jahre,
der ist auch erfolgreich gewesen. Also das Thema Kosten ist nach wie vor hoch und die Cloud ist ein ganz starker Beitrag zur Kostensenkung. Ja. Stellt natürlich an uns ganz andere Anforderungen, weil wenn ich die Informationen irgendwo habe, ich weiß ja nicht einmal mehr, wo sie sind, da muss ich dafür sorgen, und das ist genau das Thema von Intel Security, dass wir eben die gesamte Transaktion betrachten. Diese Einzelsysteme, die wir in der Vergangenheit hatten, wo das Netzwerk macht was, der Endpoint macht was, das Data Center macht was, das ist nicht Security der Zukunft. Security der Zukunft heißt Connected Security, heißt Integrated Security, und auch die Analysten gehen auf das Thema mittlerweile. Und wir finden im Moment eine ganz hohe Resonanz im Markt zu dem Thema. Wir als Intel Security haben Ende letzten Jahres einen sogenannten Unternehmensbus für Security eingeführt. Ganz einfach, weil wir glauben, dass alle Systeme, die an Security beteiligt sind, müssen nicht nur organisatorische Barrieren überwinden, sondern auch im Moment die Schnittstellenproblematik. In der Vergangenheit haben wir alle mit APIs gearbeitet und jede API ist eine Schwachstelle auch gleich, eine Verwundbarkeit. Und das ist ein Bussystem, und ich denke, als Intel Security mit der Power von Intel, und Intel ist ja dafür bekannt, dass sie Standards im Markt durchsetzt, glaube ich, haben wir eine Chance, einen sogenannten Intel Security Bus Standard in den Markt einzuführen über die nächsten Jahre, der uns erlauben sollte, dass wir weitere Kommastellen hinterm Komma an Security gewinnen werden. Hans-Peter, du hast gerade was angesprochen, was ich ganz interessant fand, dass Werbung gemacht wird für Standorte, wo dann entsprechend die Rechenzentren sind. Ist das nicht auch etwas Wichtiges für den Standort Deutschland an sich? Wir haben nun einmal andere Datenschutzgesetze hier in Deutschland als zum Beispiel in Asien, als zum Beispiel in Nordamerika. Kann man sich nicht auch darüber definieren und sagen, hey, wir sehen zu, dass es hier bei uns gehostet wird? Ich denke, wir sehen es ja im Markt. Also hier die Cloud, hier lokal in Deutschland, ist im Moment eins der großen Themen. Also wenn man von Halle 3 bis Halle 6 läuft, kann man sehr gut erkennen, wie die Hersteller auf diese lokale deutsche Cloud gehen. In der Schweiz gibt es die lokale Cloud, weil in der Schweiz hat man genug über das Thema Bankensicherheit und Datensicherheit im Bankenverkehr gesprochen. Also der Trend mindestens zur Werbung der lokalen Cloud ist klar erkennbar, auch auf der CeBIT hier. Was wird uns nächstes Jahr erwarten? Mal davon abgesehen, dass die CeBIT wieder entsprechend sich erweitert hat vom Themengebiet. Aber was wird im nächsten Jahr? Werden wir weiterhin darüber reden, wie wir denn unsere Cloud sicherer machen, wie wir generell Geräte sicher machen in den Firmen? Oder gibt es dann irgendwie ein Thema, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt diese Stufe, haben wir abgeschlossen, wir können uns jetzt wieder neuen Aufgaben widmen? Also ich denke, die Transformation in die Cloud wird uns weiter beschäftigen. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept für das Ganze. Aber ich denke auch, dass wir nächstes Jahr das Thema gerade integrierte Security und spezialisierte Security für auch im Dienstleistungsbereich als Service sehen werden. Security as a Service, gesamtheitliche Angebote, Lösungsangebote im Security-Umfeld. Das erwarte ich im Security-Bereich. Okay. So, und ich nehme, das ist ein Trend, der in unserer Industrie eigentlich über die letzten Jahre immer da war. Erst hatten wir Produkte dafür und hinterher sind wir zu Lösungen und dann zum Service gegangen. Auch unsere Vision heißt ja im Moment Security Connected als eine Lösung. Der Schritt, den wir Ende des Jahres begonnen haben, heißt Security Plattform. Und der nächste Schritt in unserer Vision heißt Security aus der Cloud, Security as Service. Security as a Service, auch eine schöne, interessante Geschichte. Prima Schlusswort, vielen, vielen Dank, Hans-Peter Bauer. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Wir haben natürlich auch noch entsprechende Einspieler vorbereitet. Und um 10 Uhr haben wir dann die Jungs von PowerGlove am Start, beziehungsweise PowerGlove, wie komme ich denn darauf? ProGlove heißen sie natürlich. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen was zu Windows 10, haben wir von Microsoft bekommen, und wir sind so um etwa 10 Uhr live wieder da, also bleibt dran und bis gleich.